Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit Cosmo-Tier. Wir sind unterwegs. Zurück zur Basis. Zwei Missionen abgeben und dann... Müssen wir überlegen, Entschuldigung, ich habe gerade ein Trinkpäckchen gehext. Ich sollte aufhören, immer Getränke runterzustürzen, bevor das Let's Play losgeht. Aber naja, ich lerne nie aus, ne? Immer. Also ich lerne nie, meine ich. Ach ja. Okay, so. Also, wir geben zwei Missionen erstmal ab. Es gibt auch Liefermissionen. Aber ich meine Liefermissionen. Da liefere... 200. Was soll ich denn mit dem Purple-Zeug? Ja, das ist schon besser. Rette die Rero Station. Gefahrenstufe 3, 8500. Wie viel haben wir denn jetzt? 11.000? Das ist nicht sehr viel. Was wir brauchen ist... Es ist schon alles irgendwie toll. Nuklearraketen. Oh! EMP-Raketen, die könnten tatsächlich sehr interessant sein. Flakbatterie, Schild, großer Schildgenerator. HE-Teile. Warte mal, ich hab den Blueprint, ne? Diamanten, oh. Prozessoren, also erstmal, das kommt auf jeden Fall weg. Da haben wir nochmal 6000, Schwefel weg. Und dann gucken wir nochmal. So, bauen. Also, warte mal, ich hab doch das mit... Guck mal hier, genau, das habe ich nämlich. Ach, das war größer auch, ne? Größer war es auch. Oh ja, oh ja. Oh, größer war es auch. Oh ja, oh ja. Okay. Ist ja egal, ob das Spiel läuft. Ich muss mir gerade überlegen. Wir müssen sowieso mal ein bisschen hier umstrukturieren. Ich glaube nämlich, wir machen das einfach... Wir machen... Ja... Gute Frage, nächste Frage. Gute Frage, nächste Frage. Was machen wir? Komm, kommt dahin. Scheiß drauf. Ein Lager weniger. Wir können. So, pass auf. Ich fand das hier nämlich nicht so toll. So, pass auf. Pass auf. Wir machen das jetzt anders. Wir räumen das mal gerade weg. Ach, scheiße. Wollte ich gar nicht. Das hier hin. So, dann haben wir das nämlich schön nah an unserer Front. Da kommt Eisen rein und Schwefel. Und wir machen jetzt mal hier, pass auf, Korridor. So. Ich meine, wenn uns ein Schiff von der Seite angreift, dann ist sowieso vorbei. Machen wir jetzt so erstmal. Dann brauchen wir jetzt das Fließband. Und zwar bauen wir das jetzt hier hin. Ich hoffe, die suchen sich das aus, ob sie das benutzen wollen oder nicht. Ich meine, schön wär's. Ja, schön wär's. Aber ich hoffe jetzt mal nicht, dass das so ist. Oder ich glaube es nicht. Ah ja, genau, warte mal. So, jetzt tun wir hier rein die... So, und hier kann ich die auch hinmachen. So, jetzt haben wir halt noch mehr zu tun eigentlich. Aber gut, was haben wir schon für eine Wahl? Aber Hauptsache, wir können schneller manövrieren und so. Und noch mehr beschleunigen. Aber halt bremsen eher nicht. Okay, so, pass auf. Das ist für die Munition. Das haben wir jetzt falsch gemacht. Das müssen wir jetzt ändern. Und zwar, war das hiermit. So, dann ist da Munition, da Raketen. Dann läuft das wenigstens richtig. So, und Personal fehlt uns einer. Ich weiß nicht, ob einer gestorben ist. Ich habe auch noch jetzt keinen Namen zugefügt. Ich warte mal jetzt ein bisschen. So, anheuern, sehr schön. Okay, pass auf, jetzt ist das Lager voll. Jetzt verkaufen wir gerade ein bisschen und zwar alles Mögliche. Wir kaufen mal alles. Wir können auch alles jetzt einfach selber craften. Deswegen wird jetzt Massen verkauft. So.
So, alles raus, 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 raus. Brauchen wir alles nicht. Ja, genau. Guck mal, auch sogar die Raketen aus den Docks werden verkauft. Geil. Ich mach das jetzt immer so, weil... Jetzt ist ja auch egal. Sollen wir jetzt trotzdem noch eine Mission annehmen, oder? In Meeres Small Island... Oh ja, was ist... So sehe ich aus. Das ist eine Piratenbasis. Erkundung. 1 bis 3. Oporeko. Unbekannte Signale. Machen wir mal an. Das ist eine längere Mission. Besuchen Yum. Okay, machen wir auch mal. Ein anderes System oder was? Oh. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Okay, pass auf. Wir fliegen jetzt erstmal zu einem Asteroidensystem. Asteroidenfeld, Entschuldigung. Ich meine, wir können uns auch mal hier überall umsehen, aber ich habe ein bisschen Angst. Wir sind noch nicht bereit dazu. Wir brauchen noch mehr Kanonen. Jetzt gehen wir erstmal kurz nochmal Materialien farmen. Ah ja, sie benutzen die. Das ist ja cool. Okay. Ich glaube, hier muss ich einen Korridor hinmachen, aber... Sind wir irgendwie schneller als sonst? Nee, ne? Oh, ich glaube schon, ein bisschen. Ah, hier ist das Speed. Okay, jetzt müssen wir uns mal merken. Guck mal, sehr schön, dass sie das jetzt so benutzen. Ich bin sehr stolz. Jetzt müsste ich eigentlich hin- und zurück Fließbänder machen. Dann wäre das ja eigentlich noch besser. Weil dann sollten die eigentlich selbst rausfinden, was man benutzen soll. Oh, scheiße. Da sind wir schon. Aber man weiß ja nie... wie die so drauf sind. Die KIs. Okay, das ist richtig. Okay. Okay, das reicht eigentlich schon. Aber egal. Ich hoffe, der hört dann auf zu produzieren. Tatsächlich. Okay, das ist sehr nice. Jetzt brauchen wir noch Eisen. Eisen, du bist so wunderbar. Komm heran. Das ist doch... Das kann... Ja, so muss das sein. Ja, guck mal. So mit Fließband, guck mal. Okay, jetzt haben wir auch die Raketen ready. Ich weiß jetzt nicht, trotzdem nicht... Also wir könnten ja auch sogar zwei Schilde hinmachen. Wir haben jetzt noch 18.000. Habe ich noch genug Lager? Ne, habe ich nicht, oder? Ne, war Schwefel noch. Dann nehmen wir das noch mit, fliegen wieder zurück. Und dann gehen wir nochmal die Fragezeichen durchchecken. Ja, Hyperraumantrieb brauchen wir. Oh, das ist ja nett. Können wir den abfangen? Komm, das ist doch nur einer, den schaffen wir. Berühmte letzte Worte. Nee, ich glaube, wir scannen den mal nicht ein, sodass der nicht denkt, wir kommen zu ihm. Ach, was soll's. Wird schon schief gehen. Obwohl ich manchmal denke, dass das irgendwie kontraproduktiv ist. Er muss nur stehen bleiben und den Kurs wechseln. Meine Güte, sind wir langsam, oder? Oh, jetzt! Oh, das war so knapp! Das gibt's doch nicht! Komm schon, bleib stehen! Das Problem ist, wir werden dann auch langsamer. Komm schon. Oh, das gibt's doch nicht. Mann, sind wir eine lahme Troller, das gibt's doch nicht. Ja!
Oh, sehr gut. Okay. Freue ich mich oder? Okay, was haben wir hier? Oh Gott. Nächsten Standard Kanonen. Wir machen erstmal die Kanonen weg. Oh, ja, die schießen ja ab. Das ist natürlich super. Yeah, Gott sei Dank haben wir die. Oh, das ging aber durch. Was sagen unsere Raketen? Personalmangel, sagen die Raketen. Ach, es hat sich erledigt, oder? Hat sich erledigt? Es hat sich wirklich schon erledigt, sehr geil. Diese armen Menschen. So, brauchen wir ein bisschen Platz. Also, den Schwefel brauchen wir nicht. Ich muss mal Lager machen für Schwefel und Eisen. Jetzt wird man so ein Maximum haben. Da sind sonst nur noch Munition. Schade. Okay. Dann wieder zur Station. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Große Kanone. Das wäre schon Railgun. Ah, Railgun-Schienen. Ist die Railgun eigentlich dieser rote Strahl? Wahrscheinlich, ne? Das hat mir jemand, glaube ich, geschrieben. Ich habe es nicht genau nachgelesen. Eliminate Roving Pirates. 7 von 10. Erkunde unbekanntes Signal. Gut, wir gehen jetzt nochmal verkaufen und dann gehen wir die Signale erkunden. Ich glaube, Munition ist genug da. Ich wollte gerade sagen. Machen wir lieber einfach so, so, so. Die Frage ist, ja, eigentlich, ich meine. Ich meine doch, doch. Ich meine doch, doch. Vielleicht wären ein paar Kanonen mehr ganz gut. Ja. Was steht da? Mehr Kommandoräume. Baue mehr Kommandoräume. Okay. Was sind Kommandoräume? Ach, die sowas wie das Cockpit zum Beispiel. Wow. Tja. Ich glaube, da müssen wir schon. Ich weiß ja nicht. Komm, wir speichern mal lieber ab. Komm, wir gehen mal zu dem. Wir fliegen jetzt nochmal zu den Fragezeichens. Meine Kamera hat sich gedreht. Ah, nee. So, ah, Gott sei Dank. Ich glaube, da unten war ich schon. Nee, ich war aber doch. War das das, wo so viele sind? Nee, es war da oben, oder? Wir werden es feststellen. Los geht's, tollkühne Crew! Bis zur Unendlichkeit! Und dann müssen wir das Raumschiff irgendwann echt besser machen. Also, ich werde das Cockpit. Ich werde den Teufel tun und das vorne lassen. Wir werden das Schiff einfach genauso groß machen, wie es jetzt ist. Wie die Front ist. Nach hinten hin verlängern. Und dann mal gucken. Aber 22.000 ist zwar viel Geld, aber ich weiß nicht, ob das reicht.
Wir müssen auf jeden Fall ein paar Laser reinbauen. Wir müssen die Waffen leider ein bisschen strecken. Ah, komm, das geht schon. Ach du Scheiße, das ist die Mission, ne? Oh je, Mine. Alter, was ist das denn bitte? Oh, was zur Hölle? Die Raketen sind direkt hinten eingeschlagen. Richtig edel. Das ist noch so eins. Raketenminenwerfer. Oh, ich glaube, wir haben es zerstört. Während es rausfliegen sollte. Boah. Ja, Mann, die Raketen sind der Knaller, oder? Hey, das schaffen wir ja doch. Nochmal speichern. Also wir machen auf jeden Fall nochmal ein paar Crew-Dinger, die sind nur für Energielieferanten da. Wirklich ausschließlich. Okay, speichern. So, dann das da. Aber warte, es wird noch gerade geräumt, aber gut, jetzt zu spät. So, Raketen sollen da drauf schießen, warte. Da drauf. Oder machen wir erstmal die Verteidigung. Machen wir erstmal die Verteidigung weg, dann sind wir... Bam! Toll, jetzt haben wir direkt. Nein! Die Rakete! Wo kam das denn jetzt her? Das waren die Raketen. Schade, die ist weg. Jetzt schnell aufs Cockpit. Das war's. Haben wir irgendjemanden verloren? Ne, alle noch da. Das ist bestimmt das erste, was ihr mal sehen wollt. Ah, Kupfer, ich dachte schon, das kenne ich noch nicht. Ja, sehr gut. Wie sieht es aus mit Munition und so? Nicht so toll. Es wird langsam weniger. Vielleicht sollten wir mal Schwefel finden. Okay. Oh, das gehört auch dazu. Piratenjäger? Achso, ja, es ist ein Jäger der Piraten, so. Aber es ist so geil, pass auf. Ja, ein Typ, der Piraten jagt. Ja, das verstehe ich darunter. Aber guck mal. Dann sagen. Oh, guck mal. Ein Piratenjäger. Einer, der Piraten jagt. Nein, nein, nein. Es ist ein Jäger der Piraten. Ja, das klingt aber auch wieder wie einer, der Piraten jagt. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist ja ein Raumschiff der Piraten. Das ist ein Jäger, also Jäger der Piraten. Richtig? Es ist kompliziert. Beziehungsstatus, es ist kompliziert.
Also das. Ach, krass, der kämpft gegen was anderes. Ja, noch näher geht's nicht, ne? Und das war's. Da nur die Brennstäbe. Okay. So, speichern. Jetzt noch eins. Das mit den Raketen macht's, oder? Ich nehme alles zurück. Oh, jetzt sind's schon wieder leer. Na toll. Ich überlege, ob wir das noch gerade ändern. Wir brauchen nur ein bisschen Eisen. Aber wir haben eigentlich noch Eisen. Ne, ist Kupfer. Oh ja, das ist boah, das ist ja fies. Wir sind hinter dem Dingen. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Alter, wie weit die schießen? Ist schon jetzt vorbei. Ja, Hexlose. Ist nur gut gegen was ohne Panzerung. Bam! Oh, oh, das wäre bei einem Reaktor gewesen. Ja, so viel dazu. Das war aber keine Mission, das war einfach nur so ein Fragezeichen-Ding. Ich glaube, wir sollten trotzdem erstmal verkaufen gehen. Sehr schön. Aber was, wenn da noch eine Station ist? Gehen wir mal gucken. Erforschen geht über Erforschen. Also vier Raketenbatterien wären nochmal geiler. Ich bräuchte Armor-Piercing-Raketen irgendwie. Ach ja. Wenn ich jetzt Laser bauen würde, dann hätten wir noch mehr Energieprobleme. Und ich weiß ja nicht. Das war, kann man davon unendlich lang schießen. Oh. Aber ich weiß ja nicht. Okay, probieren wir es mal. Nutzen wir unseren Super Run aus und versuchen erstmal den Einzelnen hier. Ja! Ja! Komm, wir machen direkt weg damit. So, Schluss! Keine fiese Matenten. Okay, alle Mann rein. Sind unterwegs. Okay, so, los geht's. Ach du Scheiße, ist das eine Station, die wir zerstören müssen? Nee, wir... Die wird angegriffen! Gerade hinter der Station verstecken hier. Wir haben einen im EVA.
Alter, scheiße, wir haben eine... Ja! Oh Gott, wir haben Verluste. Wir haben aber keinen Toten. Deswegen war einer im, im Dingensmodus. Dankeschön. So, was ist jetzt hiermit? Wir brauchen ein CPU. Na toll. Kann ich das jetzt abbauen? Derero, Küsschen. Ist jetzt kompliziert. Ich meine, soll ich das jetzt abbauen können? Gucken wir einfach mal. Was passiert? Also hier ändert sich nichts, ja? Okay, pass auf, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir bauen jetzt noch ein paar Lagerräume hinten dran oder so. Also wir brauchen jetzt hier Lagerkapazität. Wir dürfen nur nicht in Zofferei geraten. Ja, das ist jetzt kompliziert, warte mal. So. Ach du Scheiße. Na toll, das ist jetzt natürlich... Das war jetzt natürlich echt... Scheiße. Alter, mir fehlt jetzt natürlich Crew. Okay, wir laden nochmal. Scheiße. Ja, ja, ja. Schnell speichern. Ich habe, glaube ich, noch den ersten beiden Gegnern abgespeichert. Und dann nach dem ersten. Sind wir noch intakt? Sind wir noch? Wir machen einfach schnell weg. Scheiß drauf. Na, wir wollen aber nicht in den Laser geraten, wenn wir nochmal laden. Wir müssen das nochmal anders machen. Okay. So. So.
Leute, der geht da einfach durch. So, Schluss. Und los geht's. Die armen Leute. So, jetzt machen wir hier nochmal größere Lager hin. Wie gesagt, wir müssen ja eh das Schiff irgendwann umbauen. Also, ist egal, machen wir das einfach hier hin. Dann können wir die einen Triebwerke wenigstens behalten. Darunter laufen ist zwar blöd, aber... Scheiße, wir brauchen unbedingt wieder mehr... Wir müssen ein einziges Lager nur für Raketen bauen. Speichern. Sehr schön. So Leute, ich muss hier leider aufhören. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Kosmotier. Und bis dann, wie immer, ihr seid die Besten. Haut rein.